Hallo, grüße euch. Wie immer Paraguay Live und heute wie immer beim schönen, wunderbaren Wetter. Sonne, 33 Grad, top Wetter. Also da wir sehr, sehr viele Anfragen haben, sowohl in den letzten Tagen, Wochen als auch Monaten, habe ich mich entschlossen, einfach zu einem Subkanal zu eröffnen, und zwar Paraguay Info. Und die erste Frage, warum Paraguay Info? Da so viele Fragen kommen, möchte ich einfach kurze Videos drehen, eben und Top-Antworten geben. Natürlich meine persönlichen Antworten zu den folgenden Fragen. Also, erste Frage, viele haben von euch gefragt, wie ist der Zusammenhang zwischen Aufenthaltserlaubnis, ja, also dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und dem Kauf eines Grundstückes. Also, falls Sie das interessiert, bleibt einfach dran, okay? Bis dann. Also die dauerhafte Aufenthaltserlaubnis ist natürlich sehr wichtig, wenn man nach Paraguay kommt. Ja, dazu braucht man unter anderem 5.000 US-Dollar. Ja, also das Geld wird einfach hinterlegt und wenn es nach 2, 3, 4, 5 oder 6 Monaten die Aufenthaltsgenehmigung genehmigt wird, gehört das Geld wieder euch. Natürlich nach einem kleinen Abzug. So, da kamen natürlich aber viele von euch logischerweise auf den Gedanken, wofür brauche ich die 5.000 Dollar, wenn ich zum Beispiel ein Grundstück erwerbe? Muss ich die auch hinterlegen? Oder wenn ich das Grundstück kaufe, dann brauche ich die 5.000 US-Dollar nicht zu hinterlegen. Die Frage beantworte ich euch. Also grundsätzlich ist es richtig. Wenn Sie Grundstück oder Immobilien erwerben, brauchen Sie die 5.000 US-Dollar nicht zu hinterlegen. Nur. Bitte nicht vergessen. Und da kann ich euch einen guten Tipp geben. Ich bin mit meiner Frau hier schon 15 Jahre in Paraguay. Und ich rate Ihnen einfach doch die 5.000 Dollar zu hinterlegen, damit einfach die ganze Dokumentation nicht abhängig wird von Ihrem Grundstückskauf. Und zwar, warum? Tja, wir sind in Paraguay. Was ist Paraguay? Südamerika. Also Latinos. Also, es gibt das schöne Wort in Paraguay, mañana. Was bedeutet das? Ne? Klar, logischerweise morgen. Ja gut, aber hier in Paraguay, das Morgen wird wirklich nicht wörtlich genommen. Ja, das heißt also, mañana kann in Paraguay zum Beispiel auch ein Jahr dauern. Ja? Und das Problem, was ihr habt, ihr erwerbt Grundstück. Ist egal wo. Hauptsache es hat Eigentumstitel, ja, Eigentumsnachweis. Aber die ganze Umschreibung, ja, also die ganze Prozedur, die kann schon Monate, auch ein Jahr unter Umständen, auch länger in Anspruch nehmen. Und ihr wollt ja doch die Aufenthaltsgenehmigung noch früher haben, oder nicht? Ja? Also. Denkt drüber nach, ja, einfach kurz drüber nachdenken. Ich rate euch auf jeden Fall, die Aufenthaltsgenehmigung unabhängig von dem Grundstücks- bzw. Immobilienkauf zu erledigen. Lasst es doch zwei verschiedene Sachen werden. Habt ihr auf jeden Fall mehr davon, okay? Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Frage wurde korrekt beantwortet, ja? Wir sind hier in unserem kleinen grünen Paradies. Atmen frische Luft. Bei tollem Wetter. Also, vergiss es nicht, unter dem Hashtag Paraguay Info weitere Fragen zu stellen. Und ich versuche, euch die Fragen nächste Woche immer zu beantworten. Okay, ich kann es nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. So ist es am besten. Kurze Frage, kurze Antworten. Also bis dahin. Like nach oben, wie immer. Abonniere den Kanal, falls es gefallen hat. Und
Stell Fragen und einfach interessiert mich. Sämtliche Probleme, sämtliche Fragen, die ihr habt, einfach stellen. Ihr habt die Top-Möglichkeiten, meine Antworten, unsere Antworten auf die Fragen zu bekommen. Und bitte nicht vergessen, 15 Jahre Erfahrung in Paraguay, okay? Also bis dahin, mach's gut, Daumen oben, ciao, ciao.